Trax, komm schnell! Hey, was ist? Ich habe noch nicht mal was sagen können! Nanu, was ist das? Happy Birthday, Trax Show! Happy Birthday, Trax Show! Ja, du, Trax, du, das heißt, deine Show ist 20, nicht Jahre, sondern Wiederholungen alt. Wow! Trax, du hast gebellt. Egal, das freut mich. Trax, vergiss nicht, die Kerze auszublasen. Und, was hast du dir gewünscht? Nix. Wieso nicht? Mein Wunsch ist schon erfüllt, denn am Montag kommen die Kinder wieder zu uns. Beginnen wollen wir unseren letzten Videoarbeitstag mit Mathematik, wie so oft. Trax Buch Teil B, Seite 122. Ich habe dir das hier an der Tafel vorbereitet, was bei der Nummer 1 schon steht. Es geht hier einfach darum, zwischen diesen Zahlen hängt ein bisschen was zusammen. Wir schauen uns die erste Rechnung an und wir sehen hier, kleine Unterstützung, zwei blaue und drei rote. Zusammen sind das bekanntlich natürlich 5. Wenn wir jetzt dann aber 3 rote plus 2 blaue rechnen, dann müssten wir hier natürlich vertauschen. Und damit haben wir auch schon mit dem Wörtchen vertauschen. Wir wissen jetzt sofort, das ist die Tauschaufgabe, denn bei der Plusrechnung darf ich vertauschen. Und das ergibt natürlich auch 5. Die nächste Aufgabe, da gehe ich jetzt wieder mal so zurück auf diese Anordnung. 5, 5 und statt durchstreichen nehme ich jetzt 3 weg und drehe sie um. Das heißt, ich habe 5 blaue gehabt am Anfang, dann habe ich 3 rote weggenommen und es bleiben 2 blaue über. Das gleiche Spielchen mit der letzten Rechnung. Wieder 5, diesmal kommen nur 2 weg, das heißt, ich drehe nur 2 um. Das sind jetzt meine 2 roten. Nein, ich mache es anders, damit es dir leichter fällt. Ich drehe die anderen um. Ich nehme jetzt die blauen weg. Warum, wirst du gleich merken. Also 5 minus 3, minus 2 natürlich, sind 3. Und jetzt siehst du auch den Zusammenhang zwischen den Zahlen. Die 5 taucht überall auf, die 3 taucht überall auf und die 2. Was ist jetzt der Zusammenhang zwischen dieser Rechnung und dieser Rechnung? 2 plus 3 ist 5, 5 minus 3 ist 2. Ha, ich habe es schon im Hintergrund gehört. Super, Kinder, es ist die Umkehraufgabe. Wir kehren die Rechnung um. Der 5er wandert an den Anfang. Der 3er bleibt in der Mitte, aber es wird bei der Umkehraufgabe ein Minus daraus. Die Rechnung wird umgekehrt und der 2er wandert an den Schluss. Und dann sollten jetzt hoffentlich diese 2 auch irgendwie zusammenpassen. Probieren wir es aus. 3 plus 2 ist 5. 5 minus 2 ist 3. Wir haben hier also Tauschaufgaben und Umkehraufgaben. Das sind die Dinge, die dir in Mathematik oft bei schwierigen Aufgaben helfen können.
Wir haben hier jetzt noch eine Nummer 2 und die erste Rechnung davon möchte ich mit dir gemeinsam machen. Einfach, dass es wirklich gut klappt. Dazu brauche ich jetzt ein bisschen mehr Steine und die liegen natürlich am Tisch und ich muss sie schnell holen. Bis gleich. 3. Unsere erste Rechnung hat also 5 blaue plus 3 rote. Und das sind zusammen, ja natürlich, alle haben das schon gewusst, das sind 8. Wenn ich jetzt mit den 3 roten am Anfang beginne und die 5 blauen am Ende lege, dann heißt die Rechnung, richtig, 3 plus 5. Das Ergebnis ist aber auch wieder 8. Muss auch 8 sein. Sonst wäre was falsch. Jetzt schauen wir uns die... Das war also jetzt wieder welche Aufgabe? Tausch- oder Umkehraufgabe? Für Tauschen bitte die linke Hand heben, für Umkehren die rechte Hand. Wunderbar, Kinder. Alle haben die linke Hand um. Es ist eine Tauschaufgabe. Gut, dann bleibt uns jetzt noch die Umkehraufgabe. Wer traut sich zu sagen, welches ist die Umkehraufgabe zu dieser Rechnung? 5 plus 3 ist 8. 8 minus 3. Richtig so. 8 minus 3 ist, muss dann 5 sein. Tauschaufgabe zu dieser Rechnung. Dann ergibt sich ganz von selber, dass das die Tauschaufgabe zu dieser Rechnung sein muss. Probieren wir es aus. 3 plus 5 ist 8. 8 minus 5 in diesem Fall ist dann 3. Und ich hoffe, du schreibst schöner als der Herr Lehrer, aber der Herr Lehrer kann von oben nach unten so schwer schön schreiben. Auch zur Buchseite 123 möchte ich dir ein bisschen helfen. Ich habe dir hier die Rechenhäuser schon an die Tafel gezeichnet. Genauso stehen sie in deinem Buch. Die Zahlen oben bedeuten, aus diesen 3 Zahlen besteht die ganze Rechnung. Andere Zahlen dürfen nicht vorkommen. Nur diese 3. Erste Rechnung. 6 plus 2 ist, welche von den 3 Zahlen fehlt noch? Die 8. Und natürlich hast du es auch so gewusst. Tauschaufgabe. 2 plus 6. Darf das eine andere Zahl ergeben als 8? Oh, wer hat da gesagt 9? Doch kein Kind aus der 1b, oder? Ah, das glaube ich. Alle Kinder aus der 1b wissen schon, dass bei der Tauschaufgabe das gleiche Ergebnis rauskommen muss. Nämlich wieder 8. So, das ist jetzt schon eine Minusaufgabe, ist immer eine Umkehraufgabe zu einer der anderen Rechnungen. Ist jetzt das die Umkehraufgabe für hier oder für hier? Probieren wir es aus. 6 plus 2 ist 8, 8 minus 2 ist 6. Also wäre das hier diese Umkehraufgabe. Dann haben wir hier automatisch 8 minus 6 ist 2. Diese mache ich noch mit dir gemeinsam, weil hier leere Felder sind und du musst dann später bei den anderen Rechenhäusern genau damit fertig werden. 7 plus 3 ist, dritte Zahl ist klar, 10. Wo wird bei der zweiten Rechnung die größte Zahl stehen? Bei einer Plusrechnung. Steht bei der Plusrechnung die größte Zahl am Anfang, in der Mitte oder am Schluss? Plus bedeutet, wir geben etwas zusammen, daher muss die größte Zahl am Schluss stehen. Und alle Kinder, ich weiß, es haben viele schon die richtigen Zahlen hier reingeschrieben. Hier haben wir wieder die Tauschaufgabe, also daher 3 plus 7. Das muss jetzt dann wieder eine Umkehraufgabe sein, zu dieser oder zu dieser Rechnung. Schau genau, welche Zahl steht in der Mitte? Wo steht hier der Dreier in der Mitte? Hier oben, richtig. Daher 10 minus 3 ist
7. Und hier bei der Minusrechnung, wo steht da die größte Zahl? Am Anfang, in der Mitte oder am Schluss? Minus heißt, wir nehmen etwas weg. Daher, größte Zahl immer, nicht rausrufen, aber super, alle. Das war ja wie ein Chor jetzt. Ich habe 18 oder 19 Stimmen gehört, die Anfang gerufen haben. Spitze, Kinder. Also 10 am Anfang. Und jetzt, Tauschaufgabe zu dieser Rechnung. Daher, 10 minus 7 ist 3. Ich glaube, den Rest schaffst du ganz ohne Probleme. So, nach Mathematik trag's heute wieder ein Gedicht. Nö, keine Lust. Ein lustiges natürlich. So eins wie Mittwoch? Nein, danke. Ach ja, ich hab vergessen dir zu sagen, dass in dem Gedicht ein Rabe vorkommt. Was? Dann los! Ein Rabe saß auf einem Baum, doch Spaß machte es ihm wohl kaum. Er saß und saß und saß und saß, während er einen Käse fraß. Es kamen Hunde angeflogen, die einen kleinen Wagen zogen. Dem Raben blieb der Mund weit offen. Er dachte sich, bin ich besoffen? Hey, Richard, ich saufe doch nicht! Aber ich hab nichts Besseres gefunden, das sich auf offen reimt. Was heißt reimt? Reimen bedeutet, dass der Schluss von zwei Sätzen gleich klingt. Aha! So wie bei Rabe. Vogel! Trax, das stimmt nicht. Aber Raben sind Vögel. Das hast du selber gesagt. Ja, schon, Trax. Aber reimen bedeutet gleiches Ende. So wie bei sagen und wagen. Verstehst du's jetzt? Na klar, ich habe auch einen schönen Reim. Dem Trax, dem ist das alles Schnurz, drum lässt er jetzt gleich einen Urz. Oh Trax, du bist wieder mal unmöglich. Trax, hat dir der Film mit den Uhren am Mittwoch gefallen? Überhaupt nicht. Wieso? Ich war wieder mal nicht dabei. Entschuldige, Trax, aber das habe ich zu Hause gedreht. Ich hätte nicht alle Uhren hier in die Schule her mitnehmen können. Na gut. Heute gibt's zum Einstieg wieder einen kurzen Film mit vielen Bildern von Uhren. Schon wieder ohne mich? Trax, stopp, nicht schmollen, nicht beleidigt sein. Du kannst nicht immer im Mittelpunkt stehen. Aber nach dem Film machen wir gemeinsam mit den Kindern weiter, okay? Zur Einstimmung auf unsere heutige Sachunterrichtseinheit sollst du einiges an Uhren zu sehen bekommen. Begonnen haben wir mit dieser schönen großen Uhr und jetzt gibt es einige Turmuhren zu sehen. Turmuhren heißen sie deswegen, weil sie an Türmen angebracht sind. Sie sind meistens eher groß, wie du auf diesen Bildern hier erkennen kannst. Ebenfalls groß, wenn nicht sogar noch größer, sind Bahnhofsuhren. Und in mancher Geschäftsstraße findet man sehr schöne Uhren,
an Befestigungen an der Wand. Das ist jetzt eine ganz normale Wanduhr. Und hier siehst du einige Arten von Wecker. Das sind die, die dich in der Früh gnadenlos aus dem Schlummer holen. Eine digitale Zeitanzeige rechts oben auf dieser Wetter- und Temperaturstation. Und jetzt haben wir das, was wohl fast jeder hat, nämlich Armbanduhren. Hier welche mit Zeigern. Hier welche mit Zeigern und Digitalanzeige oder die rechte Uhr sogar nur digital. Die linke Uhr auf diesem Bild, man erkennt es nicht gut, hat eine gut versteckte Zeitanzeige und die rechte ist eine Stoppuhr. Und das sind Uhren, wie man sie früher getragen hat, nämlich Taschenuhren. Die wurden an diesen Ketten befestigt und steckten dann in den Taschen drinnen. Jetzt folgen einige Sonnenuhren. Du siehst hier ganz genau den langen Stab, der, wenn die Sonne scheint, einen Schatten wirft, der dann auf die entsprechende Zahl zeigt, die an der Wand geschrieben ist. Diese Sonnenuhren haben zum Teil oder großteils sogar die Ziffern in römischen Zahlen angeschrieben, sind auch schon ältere Sonnenuhren. Zum Abschluss noch eine Blumenuhr, die ist in einem Blumenbeet drinnen, mit richtigen Zeigern natürlich. Und als letztes eine Uhr ohne Zeiger, nämlich die Sanduhr, die muss man immer wieder umdrehen. Kinder, eure Eltern haben von mir über die WhatsApp-Gruppe Arbeitsblätter oder eigentlich eher Leseblätter geschickt bekommen. Den Inhalt dieser Blätter, auch wenn sie dann am Filminsert ein bisschen anders aussehen werden, den gehen wir jetzt miteinander durch. Also entweder du nimmst dir deine Blätter jetzt zur Hand oder du schaust einfach auf den Bildschirm und liest mit. Das erste Blatt wird jetzt eingeblendet. Die Uhr, der Tag. Ein Tag hat 24 Stunden. 2 mal 12 Stunden, ganz genau. Der kleinere Zeiger zeigt die Stunden an. Der längere Zeiger die 60 Minuten einer Stunde. Der dünne Zeiger, den du auf diesem Bild auch siehst, zeigt die 60 Sekunden einer Minute an, aber mit denen beschäftigen wir uns jetzt noch nicht. Hier habe ich jetzt nochmal unsere gebastelte Uhr aus dem Film vom Mittwoch, du weißt schon. Und hier nochmal, Trax, halt mal bitte, ohne hineinzubeißen, danke dir. Der lange Zeiger ist der Minutenzeiger. Dieser Zeiger wandert in einer Stunde einmal rund um das Zifferblatt. Durch Trax Schnabel durch, auch noch in diesem Fall. Und während der lange Zeiger eine ganze Runde macht, geht der kurze nur bis zur nächsten Ziffer. Die nächste Ziffer sagt nämlich die Stunden an. Wo wir die Minuten genauer erkennen, das werden wir in der nächsten Woche in der Schule besprechen, weil das wird jetzt sonst ein bisschen zu viel. Merkt ihr nur? Langer Zeiger einmal rundherum, durch Trax Schnabel durch, kurzer Zeiger ist derweil eine Zahl weitergewandert. Das ist die Uhr und die Zeiger. Das war dann auch unser erstes Arbeitsblatt.
Jetzt blende ich dir das zweite Arbeitsblatt ein. Auf diesem Blatt siehst du verschiedene Uhren. Der Wecker sorgt dafür, dass du rechtzeitig aufstehst und nicht zu spät in die Schule kommst. Am Film, den du zuvor gesehen hast, hast du natürlich auch Wecker gesehen. Wanduhren, hast du es gefunden auf dem Blatt oder auf dem Insert im Film, zeigen die Zeit schön groß und deutlich an. Wir haben auch in der Klasse eine Wanduhr hängen. Wenn du am Montag wieder in die Schule kommst, schau gleich mal auf unsere Wanduhr. Die Bahnhofsuhr zeigt sehr groß den Leuten die Zeit, damit sie ihre Züge nicht verpassen. Bahnhofsuhren sind also noch größer als Wanduhren. Früher wurde die Zeit mit einer Sonnenuhr angezeigt. Der Schatten des Stabes zeigte, wie spät es war. Aber was tat man in der Nacht? Und jetzt meine Frage an dich. Warum kann in der Nacht eine Sonnenuhr keine Zeit anzeigen? Hm? Was höre ich da von dir? Ja, super! Haben alle am Mittwoch super aufgepasst. Da habe ich es nämlich schon kurz erwähnt, möglicherweise, weil in der Nacht keine Sonne scheint. Und kann eine Sonnenuhr die Zeit anzeigen, wenn dicke Wolken am Himmel hängen? Denk mal nach. Kann die Sonne durch die Wolken durchscheinen? Richtig, nein, sie kann es nicht. Das heißt, wenn Wolken am Himmel sind, siehst du auf der Sonne nur leider auch keine Zeit. Das dritte Arbeitsblatt wird jetzt eingeblendet. Wieder verschiedene Uhren. Auch die Sanduhr ist eine alte Uhr. Es dauert eine bestimmte Zeit, bis der Sand durch die Verengung in der Mitte des meistens aus Glas gefertigten Uhrkörpers von oben nach unten rinnt. Sanduhren haben natürlich einen Nachteil. Man kann nur eine Zeitdauer messen. Zum Eierkochen ist sie aber ganz brauchbar, denn es gibt Sanduhren. Da gibt es so viel Sand drinnen, dass wenn der Sand von oben durchgeronnen ist, dann sind genau 3 Minuten um. Und das ist halt die Zeit, die man zum Eierkochen braucht, zum Beispiel. Mit einer Armbanduhr hast du die Zeit immer bei dir und weißt immer, wie spät es ist. Es gibt analoge mit Ziffernblatt und digitale Uhren. Erinner dich an den Film am Mittwoch. Was digital bedeutet, da gibt es Zahlen, die laufen. Die Stoppuhr zeigt die Zeit immer digital, also mit laufenden Ziffern auf einem sogenannten Display, das ist dieser kleine Bildschirm auf der Uhr, an. Oft siehst du auch digitale Uhren, die auch Datum und Temperatur anzeigen. Eine davon hast du auch gestern im Film gesehen und auch heute im kurzen Film. Also, Trax, du hast es heute schon mal gesagt. Am Montag dürfen die Kinder endlich wieder hier bei uns in der Klasse sitzen. Au ja, das wird cool! Du vergisst eh nicht auf die Überraschung, die du den Kindern versprochen hast. Was ist, Trax? Noch keine Idee? Nö! Weißt du was, Trax? Die schönste Überraschung ist ja sowieso, dass wir uns endlich mit den Kindern wiedersehen, oder? Genau, Richard! Ich freue mich schon auf diesen Spaß, drum lasse ich jetzt einen...